Hallihallöchen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von Minecraft Space Astronomy. Und mit dabei ist der gute Valkyrie, allerdings nicht im Test, sondern nur hier auf dem Server. Auf jeden Fall, jetzt, heute, werde ich... Das wollte ich machen, genau. Mal gucken, was ich alles im Nether mitgebracht habe. Sulfur ist... Das habe ich noch gar nicht, glaube ich, gehabt. Auf jeden Fall, aus dem Chestplate habe ich den nicht gehabt. Egal. Ich werde jetzt mal gucken, was so ein, wie man so ein Chatpack macht. Chatpack. Beziehungsweise welcher da vielleicht am besten ist. Advanced Electric Chatpack. Welcher hat er gehabt? Der hat den Hardened Leadstone Energy Chatpack. Armored Leadstone. Leadstone. Lead Ingot. Leadstone Flux. Okay, das ist eigentlich easy. Das wäre eigentlich echt easy, den zu machen. Iron Plated. Gibt's da vielleicht noch bessere? Electric Checkpad Pack. Advanced Control Circuit. Können wir eigentlich auch machen. Das ist Rapid Alloy Electric Jetpack. Electrical Steel Jetpack brauchen wir dafür erst. Machen wir den. Conduct. Uiuiui. Ich glaube aber, wir fangen mal mit dem Leadstone Jetpack an. Es wird auch mit RF betrieben. Okay, wie macht man denn das? Oh je, das wird was. Steam Dynamo. Redstone. Silber Ingot. Okay, das ist eigentlich alles machbar. Sollen wir einfach mal so ein Ding machen? Mehr ist wegschmeißen, kann man es ja nicht, oder? So, oh, Glowstone-Hose, Osmium-Abfahrt. So, was brauchen wir dazu alles? Ich brauche Redstone, ich brauche Eisen, ich brauche Leadstone. Das dann nochmal Invar. Leadstone, habe ich Leadstone, Osmium, Tin, Lead Ingot, da brauche ich wahrscheinlich mehr, oder? Lead Ore. So, Lead ab in den Pulverizer. Time set day. Ist da noch irgendwo? Ja. So, das wird jetzt erstmal pulverisiert. Genau. Dann brauche ich noch Silver Ore. Weiß nicht, ob ich das brauche. Tin Ore habe ich. Hast du Quarz? Das da. Das ist alles. Oder meinst du anderes? Weiß noch nicht, habe es eben aus dem Nether. Also. Wie viel brauchst du denn? Weiß er nicht, aber wie viel brauchst du denn? Ja, oder nimm's einfach. Oder nimm's einfach. Brauche es derzeit nicht. Ich brauche unbedingt. Nee, reicht. Klauen. Oh, soll ich einfach nehmen. Er hat mir auch gerade ein Chatpack und alles geliehen.
So. Man unterstützt sich ja. Oh, da ist eine. Reicht doch. Au, 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 ouch. Aua. Poison 24 Sekunden, aua. Ich sterbe. Ah, nee, doch nicht. Wow. Nice one. Nice one. Die Scheißhexe, ey. Eigentlich wäre es jetzt aus Lowness. Ach komm, gerade könnte man sich gerade eigentlich nochmal umbringen, ne? So. Gut, am ersten den ganzen Kladderadatsch da rein, den brauche ich nämlich gerade nicht. Meiner Stelle Dingsbums. Ja. Okay, bei uns brauche ich gerade nicht. So, wir machen jetzt auf jeden Fall mal den Lightstone Energy Pack da. Zack, zack, zack. Nee, lol. So. Das hier. Lead Ingot habe ich. Jetzt muss ich das da irgendwie machen. Habe ich das schon alles? Nö, habe ich nicht. Was brauche ich denn dafür? Nicht den Harden, obwohl der Harden wäre eigentlich auch cool. Harden, Harden, Harden. Was brauche ich dafür? Ja, da brauche ich eh den anderen dafür. Copper. Achso, Copper fehlt mir noch. ja, gut. Dann brate ich das einfach mal. Oh, Pulverized Silver. Nice one. So. Leadstone Energy. Leadstone Pack. So, das hier habe ich. Leather. Wo kriege ich bitte Leather hier? Habe ich Leather? Ich glaube, ich habe kein Leather. Gibt's hier Kühe? Oder ich gucke erstmal, ich crafte erstmal die anderen Sachen fertig. So, was braucht man hier? Gott, oh Gott, Alter. Oh. Lead Ingot. Brauchen wir ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Pulverized Lead, dann machen wir das komplett mal hier. So. Brauche ich noch was zu essen. Dieses blöde Essensproblem, ne? Jetzt brauche ich auch noch Kühe. Ich gucke, ich hol mir erstmal hier so ein paar Dings, wie heißen die? Kirschen, genau. Machen wir daraus mal einen Smoothie. Leckere Kirschsaft. So, Kirschen und Juicer ergibt Kirschsaft. So, ich brauche jetzt Kühe. Schafe. Was ist das da hier? Als Gurken? Kambe. Können wir das Ding essen? Das heißt, ne, gar keines Feierdings. Walnüsse. Oh, geil. Walnüsse. Ich brauche jetzt aber Leder, ich brauche Kühe. Sheep. Sheep gibt kein Leder. Kühe. Ist jetzt doof, ne? Was ist das hier? Leaf Green Garden Zeug. Hier baut der Green Gherkin übrigens. Für alle, die vielleicht schon auch noch andere Projekte kennen. Der ist natürlich auch wieder am Stiel. Als ob es hier keine einzige Kuh gibt.
Nice. Ich brauche doch nur ein bisschen. Ach, komm schon. Als ob es hier keine Kühe gibt. Ist das jetzt schon wieder ein Witz? Autsch. Autsch, autsch, autsch. Och Mann, ey. Ich laufe hier wie ein Depper da durch die Gegend, und um irgendeine blöde Kuh zu suchen. Und das Essen? Klingt aber nicht viel. Aber wenigstens nichts zu essen. Was ist das hier? Berry Garden. Ah, lol. Nein. Kann ich denn alles? Nee. Oh Mann, warum habe ich so viel Scheiße dabei? Ja, ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Wohl eigentlich schon. Kann ich das auf den Kopf ziehen? Strawberry. Hä, habe ich jetzt den blöden Kürbis weggeworfen oder was? Berry Garden. Pumpkin. Pulverized Silver. Das kann ich noch anziehen. Prima, jetzt sehe ich ja viel. Winter Squash, was ist das? Müsste nur. Müsste nur irgendwie den anderen blöden Saft dann noch trinken. Da mache ich mir daraus Saft. Das ist die Beere, ist nur eine Beere, ne? Jo, komm, ich lass die eine Beere liegen. Muss ich aber gucken, dass ich hier irgendwie zurückkomme, ey. Das nervt gerade richtig hart, ey. So, was ist das? Zucchini. Okay, auf jeden Fall, wenn wir da jetzt diese blöden Büsche da jetzt haben, können wir uns vielleicht unser eigenes Zeug da anbauen. Und vielleicht kriegen wir dann da die Beeren und alles mögliche her. Ich hoffe natürlich, dass man die Büsche mehrfach anbauen kann. Das nervt schon hier mit der blöden Maske. So, jetzt sind wir zum Glück zu Hause. Sehr gut. Nicht immer den ganzen Garten da rein tun. Muss ich erstmal abnehmen. So. Berry Garden. Ist jetzt blöd, dass das kaputt geht hier. Kann man daraus Samen machen? Strawberry Seed. Blackberry Seed. Oh, da sind wir auch mal ein paar Seeds. War ja irgendwie klar. War ich jetzt in irgendeine Hacke oder was? Och man. Hallo, da hab ich auch noch mal ein paar Seeds. Seeds einfach mal. Radieschen, Cranberry, Chili Pepper. Ja, das passt, oder? Was? What? Raspberry Seed. Lol. Steht auch, wie wir das blöde Zeug an. Ist das geschrieben? Kann man aber
Crafting only. Aha. Wie kann man so eine blöde Gartenhacke machen? Weiß es. Terror Squad, Zacke. Abfahrt, Junge. Fällt sich alles nicht zu helfen, weiß, nimmt man Terror Squad. Ist eine gute Idee, hab ich gehört, irgendwie. Kein Gefahren, jawoll. In der Hoffnung. Das hier. Jawoll. Dann setzen wir hier mal ein paar Bärenbüsche hin. In der Hoffnung, dass wir dann da jetzt in nächster Zeit auch ein paar coole Berries züchten. Und dass sich unser Problem löst. Oder es gibt vielleicht eine Schere, dass man die gar nicht mehr zerstören muss. Da können wir auch mal gucken. Ob das irgendwie geht. Berry Seeds, Berry Seeds oder sowas ähnliches. Yep. So. Das Geräusch nervt schon so ein bisschen. So, aber die Folge ist schon rum. Deswegen würde ich sagen, war es das von der heutigen Folge. Waren wir nicht ganz so effektiv. Wir haben jetzt zwar schon so ein paar grundlegende Sachen gemacht. Ich sortiere es jetzt einfach mal hier alles ein, weil ich jetzt hier auch ein kleines Folgenpausen einlege von der Aufnahme. Und dann werden wir hoffentlich vielleicht schon nächste Folge hier unser fertigen, unser fertiges Endprodukt hier haben. So, wo tue ich das ganze Zeug da rein? Das kommt noch hier mit rein, genau. Dann werden wir jetzt hoffentlich in der nächsten Folge schon das fertige Endprodukt, also den Jetpack, haben. Nämlich das ist wirklich komfortabler, damit rumzufliegen, als eben mit dem, also eben hier rumzulaufen. So, ich mache noch mal ein bisschen Juice daraus. Und ich würde dann sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Also lasst auf jeden Fall den Daumen nach oben da. Und nochmal. Time set day. Ups. So, ich mache nochmal kurz Tag. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall zur nächsten Folge wieder. Also bleibt dran, schaut zur nächsten Folge wieder rein. Und ja, wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao, ciao.